jetzt 2020 und wir begrüßen alle Patrioten hier in Dresden, der Hauptstadt des Widerstands. Herzlich willkommen an alle Gäste, die heute wieder den Weg auf den Neumarkt gefunden haben. Es ist wieder überwältigend, die Bilder, die man hier von oben sieht, dass der Neumarkt wurde oder unsere Versammlungsfläche gut gefüllt ist. Offensichtlich hat die letzte Demo, die 200. auch einige motiviert teilzunehmen. Wann hört man gute Reden? Deswegen begrüßen wir auch diese Gegendemonstration in Sicht und Hörweite. Die 200. Pegida-Kundgebung hier auf dem Neumarkt in Dresden. Widerstand lebt und einmal mehr, wo der Widerstand seine Wiege hat, hier in Dresden. Vereinbart, dass wir selbstverständlich den Gegenprotest in Sicht und Hörweite akzeptieren. Was wir nicht akzeptieren ist, wenn die letzten Reihen unsere Veranstaltung nicht mehr verfolgen können, weil es zu laut wird. Und deswegen gleich jetzt zu Anfang die Aufforderung an unsere Einsatzleitung, dass das an die gegnerische Einsatzleitung weitergegeben wird, dass dort bitte der Ton heruntergedreht wird, denn dann wird es nämlich automatisch eine Straftat gemäß Paragraph 21 Versammlungsgesetz, denn wir gehen sonst davon aus, dass diese Gegenveranstaltung nur und einzig diesen Zweck hat, unsere zu stören, und das ist eine Straftat. Vortrag und nochmal zur kleinen Reflexion zur 200. Pegida. Wenn das alles war, was sämtliche Vereine, Gruppierungen, Gewerkschaften und auch Parteien wie die CDU und die FDP auf die Beine stellen konnten und sich Seite an Seite mit den Linksterroristen, der Antifa und dem Schwarzen Block einer bürgerlichen Bewegung entgegenstellen und das nur um rechtswidrig zu stören, Freunde, dann dürfen wir stolz sein. Und wenn ein Ministerpräsident selbst gegen Pegida mobilisiert und sich dann selber nicht einmal auf die Straße traut, dann ist bei Herrn Kretschmer in der Tat noch ganz viel Luft in der Hose. Und an dieser Stelle noch einen herzlichen Gruß nach Thüringen. Ich bin sicher, er schaut vielleicht zu Björn Höcke. Der Mann weiß, was er tut. Er hat Mut. Und heute kam die Meldung, er stellt sich zur Wahl als Ministerpräsident gegen Bodo Ramelow. Soll die Kartellbildung der Altpartei mit der SED nachgewiesen werden. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja ganz anders. Und ihr alle habt es mitbekommen, liebe Freunde, nach der Rede vor 2 Wochen nahm die Staatsanwaltschaft ihre Arbeit auf und prüfte die Rede von Björn auf den Tatbestand der Volksverhetzung. Hat er sich doch erlaubt, Deutschland als Irrenhaus zu bezeichnen. Eigentlich hat er nur Henry M. Broder zitiert. Aber genau dieser Satz hat mich für heute motiviert,
genau den Beweis dafür zu erbringen. Meine Redezeit würde normalerweise weit über 23 Uhr hinausgehen, wenn ich all den Irrsinn unserer Regierung wiedergeben müsste, den wir ausbaden. Also gibt es nur einen kleinen Abriss davon. Und es dürfte jedem schnell klar werden, dass die Irren nicht hier stehen. Wir baden das nur aus, was die politischen und wirtschaftlichen Strippenzieher sich Wirres einfallen lassen. Fangen wir bei der Ernährung an. 2016 kaufte der deutsche Konzern Bayer für unglaubliche 59 Milliarden Euro den Saatgut- und Düngemittelhersteller Monsanto. Leisten konnte sich Bayer das nur, weil die EZB seit 8. Juni 2016 monatlich 15 Milliarden Euro in Unternehmensanleihen steckt und darunter ist auch Bayer. Der Aktienkurs von Bayer stand damals bei 100 Euro. Bis Mitte 2019 hat sich die Aktie halbiert. Mit den Produkten von Monsanto ist ökologischer Anbau nicht oder schwer möglich. Und unsere Landwirte, denen diese Produkte aufgezwungen werden, sind jetzt die Umweltverpester und die schwarzen Schafe. Und gleichzeitig liegen in Russland 45% der Agrarflächen brach, weil durch die EU-Sanktionen ein Einfuhrverbot unter anderem für landwirtschaftliche Produkte, die nicht mit Glyphosat gespritzt sind, verhängt wurde. Nur Verlierer auf diesem Sektor, inklusive den Anlegern. Und jetzt mache ich natürlich wieder eine Pause, weil ich denke, das wird hinten schon wieder zu laut. Nochmal die Aufforderung an unsere Einsatzleitung, dass sie hier hinten für mehr Ruhe sorgen. Keine Sorge. Ja, weiter mit dem Irren aus Deutschland. Bleiben wir noch kurz in der Wirtschaft. Das fasse ich aber schnell zusammen. Ihr kennt es ja. Ein Erdbeben in Japan veranlasst die deutsche Regierung zum Ausstieg aus der Atomkraft. 14 der 28 EU-Staaten betreiben Atomkraftwerke in Europa. Und mit 124 Reaktoren stehen hier ungefähr ein Viertel der weltweiten Reaktoren. Ab 2022 keiner mehr in Deutschland. Im Irrenhaus Deutschland ist Energie scheinbar nicht so wichtig, denn der Kohleausstieg ist dann bis 2038 dran. Aber dafür machen wir jetzt in Wind und in Elektro. Und ganz stolz verkündete die Windbranche, dass während der letzten Sturmnacht vor eineinhalb Wochen ganz viel Strom durch Windenergie erzeugt wurde. Nämlich 75% des Gesamtstrombedarfs. Das heißt aber auch, ohne Kernenergie und Kohle müssten wir 365 Sturmtage im Jahr haben und dann decken wir damit nur drei Viertel unseres Energiebedarfs. Ja, der Elektrowahn greift immer mehr um sich und macht dabei die Industrie kaputt. Die Autobranche gehört definitiv dazu. Und wenn es nach den Grünen geht, soll ab 2030 nur noch abgasfreies Autofahren geben. Und die städtische Versorgung soll dann durch Lastenfahrräder abgedeckt werden. Im Irrenhaus Deutschland ist ein 300 Hektar Waldgebiet in Grünheide, das auch Lebensraum für viele Pflanzen und Tierarten ist oder war, absolut nicht schützenswert. Dagegen ist aber ein Drittel davon, also 100 Hektar, ebenfalls mit der Genehmigung zu roden am Hambacher Forst, kriegsähnlich verteidigt wird. Abgesehen davon, dass Tesla mit deutschen Subventionen gebaut wird und polnische Arbeitskräfte, ja auch politische Arbeitskräfte können angeworben werden, aber hauptsächlich werden dort polnische Arbeitskräfte angeworben. Und man sollte sich dort überlegen, wo Wasser und Energie für diese Gigafabrik herkommt, die jährlich 150.000 Stück fahrbaren Sondermüll produziert. Ein irrer Plan. So, und jetzt beruhigen wir uns, es wird regional, also rechtsdeutsch. Die Lausitz ist gerade Versuchsprojekt für jeden und alles. Auf dem Gelände des Braunkohlekraftwerks Schwarze Pumpe der Lausitz Energie Bergbau AG wird gerade der größte Batteriespeicher Europas installiert.
diese Big Battery soll schon ab diesem Sommer einen Strommix aus Braunkohle und erneuerbare Energien speichern. Die Anlage bei Spremberg verfügt über 52 Megawattstunden nutzbarer Speicherkapazität und das Investitionsvolumen beträgt rund 25 Millionen Euro. Und allein aus diesen Angaben errechnet sich ein Preis an spezifischen Investitionskosten in Höhe von 472 Euro pro Kilowatt Speichervolumen. Und ganz sicher halten wir mit dieser genialen Idee unseren Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde, den höchsten europaweit. Denn diese Batterie müsste 1573 Jahre und 4 Monate wartungsfrei halten, bis es sich rentiert und dann durchschnittlich Speicherstrom für 30 Cent pro Kilowatt liefert. Ja, Freunde, Irrenhaus Deutschland, und jetzt habe ich noch keinen Ton über Frühsexualisierung, über Genderwahn und über Klimarettung verloren. Denn ihr seid der unkontrollierten Zuwanderung eingeschlossen. Und jetzt lehne ich mich aus dem Fenster und wundere mich gar nicht, wenn es so wäre. Denn ich meine, auch der Coronavirus kam auf illegalem Weg nach Deutschland, denn Patient Null fehlt immer noch. Und auch das gehört zum Irrenhaus Deutschland, denn Spahn meint, Corona kann mit den Ausfüllen von Fragebögen eingedämmt werden. Kann sein, kann aber auch nicht sein, und was ist, wenn er sich irrt? Das Irrenhaus Deutschland unterscheidet sich, dass die Irren in der Regierung sitzen. Es geht doch schon mit dem Präsidium los. Der eine ist ein völlig überforderter alter Mann, der sich nicht an Parteispenden erinnern kann, Schäuble. Die nächste tanzt hinter Deutschland des Scheißegrölen her, Claudia Roth. Die nächste ist rechtskräftig verurteilt wegen Hausfriedensbruch, Petra Pau. Dann ein SPDler, Thomas Oppermann, der mutmaßlich den Kinderpornoliebhaber Edati warnte und den jetzigen Kollegen Hans-Peter Friedrich aus dem Innenministerium schmiss. Und zuletzt der Kubicki, der seine nebenberuflichen Einkünfte nicht konkret offenlegt. Und keinen von denen würde ich mit Frau oder Herr Präsident ansprechen, und zwar genau aus dem Grund, dass dieses Amt nicht beschmutzt wird. Ich höre gerade wieder, drüben ist wieder etwas zu laut, dann machen wir doch mal wieder Pause. Dann ziehen wir das Ganze einfach ein bisschen, ist doch kein Problem. Nochmal die Bitte an unsere Einsatzleitung, dass da drüben etwas ruhiger zugeht. Und was wir gerade mit den Anschlägen erlebten, könnte wirrer und irrer nicht sein. Beispiel Hanau. Der Sohn eines grünen Politikers tötet angeblich 10 Menschen. Die Polizei kannte ihn schon, der Generalbundesanwalt ebenso. Die SPD-geführte Stadtverwaltung erlaubt ihm Waffen. Und alle geben der AfD die Schuld am Attentat. Ist das nicht Wahnsinn? Genauso, dass eine Grünen-Ministerin Katja Mayer vor ihrem Amtsantritt Liedergut mit dem Text Advent, Advent, ein Bullebrenn verbreitet und keiner der Verantwortlichen stört sich daran, wobei wir wieder bei Kretschmer und der Luft in der Hose wären. Der Kreis zur CDU schließt sich hiermit. Eine Kanzlerin macht demokratische Wahlen in Thüringen rückgängig und ihre Nachfolger bringen sich in Position. Merkel hat uns verraten. Merz wird uns verkaufen und Laschet, der wird uns verschenken. Moderne Demokratie wird zum Freibrief, alle Werte legal zu zerstören, für die unsere Väter und Großväter gekämpft haben. Und wenn du das System kritisierst, bist du Nazi. Wenn du Zöpfe hast, bist du Nazi.
Wenn du nicht links bist, bist du Nazi. Wenn du hier vor dem Wagen stehst, bist du Nazi. Und wenn du eine Deutschlandfahne hältst, sowieso. Irrenhaus Deutschland, gibt es da einen Ausweg? Ja, Freunde, den gibt es. Und es wäre die ganz große Chance der AfD. Zustände wie Görlitz, wie Sachsen, wie Thüringen oder wie Hamburg zu nutzen. Allerdings müssen sie laut sein, nicht leise. Frech müssen sie sein, nicht beschwichtigend. Und unverschämt müssen sie sein, nicht moderat. Und wenn ich Jörg Urban richtig verstanden habe, ist das auch der Weg, den die Sachsen-AfD gehen will. Denn es ist richtig, die Leute haben das Geschleime satt. Wozu moderate Töne anschlagen, wenn Klartext gefragt ist, klare Kante zum politischen Gegner ist gefragt und da darf man auch gerne schon einmal ausfallen werden, denn die anderen machen das genauso, und zwar permanent. Und meine klare Ansage an den Bundesvorstand nach Berlin lautet, wenn ihr durchstarten wollt, wenn ihr jemals in die 30-40% Regionen vordringen wollt, müsst ihr den Kurs der braven Politik ablegen, sonst wird das nichts. Ihr müsst rausgehen auf die Straße und ihr müsst euch endlich vorbehaltslos hinter Leute wie Björn Höcke stellen. Keiner von euch in Berlin hat jemals ein größeres Publikum vor der Nase gehabt als zur 200. Pegida, und Björn hat sich getraut und er hat gewonnen und Pegida hat gewonnen. Und wir sind es leid, die Drecksarbeit für euch in Berlin zu machen, die dann die Posten abfassen und sich dann distanzieren, weil wir die Kollegen von den Linken und den Grünen nicht mit Samthandschuhen anfassen. Ich habe das ganze staatstrabende Gesülze über, jedem und allem gefallen zu müssen. Schauen wir nach Amerika, Trump macht es vor und er hat damit Erfolg. Die Menschen müssen erkennen, dass es kein Verbrechen ist, die konservative Mitte zu besetzen. Auch wenn sie dann von Leuten, deren Meinung dann sowieso völlig egal ist, als Rechtsextremisten beschimpft werden. Und Freunde, eins ist wichtig und unerlässlich. Die Straße. Bleibt weiter stehen. Pegida ist längst salonfähig geworden. Überparteilich, kritisch und hartnäckig. Wir werden immer mehr und wir werden gehört. Mit 201 Großveranstaltungen in 64 Monaten schaut man ungläubig nach Dresden. Und ihr alle seid Teil davon, sonst würde das nicht gehen. Vielen Dank dafür. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der Sieg schon da hinten durchpflückt. Normalerweise sollte er jetzt auf die Bühne kommen zu seiner Rede, mal sehen, was er macht. Sieg, wenn du mich hörst, dann ist es gut, wenn nicht, sind die da drüben zu laut. So, ruf doch mal Sieg. Wir haben einen Plan. Da fahrt ihr noch früh genug. Freunde, ganz zuerst einen herzlichen Dank an die griechischen Grenzschützer. Und auch einen herzlichen Dank an die Anwohner und Einwohner der Insel Lesbos. Die Anwohner und die Einwohner an den Grenzen. Auch wenn sie ab und an jetzt überreagieren, da fällt schon mal ein Journalist ins Wasser oder seine Kamera. Hätte er sich mal ein bisschen besser festgehalten.
Leute, daran könnt ihr sehen, wenn es eine Regierung oder eine EU oder eine Administration zu weit treibt, dann passiert so etwas. Ich kann es den Leuten nicht verdenken. Einige Gazetten titeln schon, ob und oder dass es wieder losgeht. Alle Redakteure sind damit beschäftigt, Bilder von Kulleraugenkindern zu finden. Meist, auch das kann man auf den sozialen Netzwerken zuhauf verfolgen, werden diese recht simpel inszeniert, choreografiert und wir finden sie dann bei Tagesschau und Co. wieder. Und wenn ich lese, es geht wieder los und so weiter, dann muss uns allen eins klar sein, es hat nie aufgehört. Und nur weil jetzt ein paar Zehntausende illegale Einwanderer auf einmal an den Zäunen kämpfen, sind in den Monaten und Jahren zuvor ein Vielfaches dieser Reisenden nach Griechenland und Europa eingesickert und alle haben drüber geschwiegen. Und ja, Griechenland und wahrscheinlich auch Bulgarien, überhaupt alle Länder auf den Reiserouten brauchen und verdienen unsere Unterstützung, denn Zehntausende sind schon seit Monaten auf der Strecke und hängen zum Glück in Bosnien und Umgebung fest. Aber was passiert? Nichts bis nicht viel. Es müssten schon längst Einheiten der Polizei und Armeen europäischer Länder auf dem Weg in den Süden sein. Trifft sich unsere Kanzlerdarstellerin währenddessen mit Migrantenverbänden und jeder Menge anderer Betroffenheitspolitiker zu einem Integrationsgipfel. Betroffenheitspolitiker zu einem Integrationsgipfel und beklagt sich über Hass und Hetze von rechts. Im Übrigen käme es von der anderen Seite der Medaille, würde es Haltung, Mahnung und Aktivismus genannt werden. Und eins fällt mal wieder auf. Der ganze Integrationsgipfel Jammerkindergarten dreht sich wieder einmal zu 95% um die üblichen Heulbojen und Forderer. Die allermeisten Migranten, die mit diesen speziellen Kulturkreisen nichts zu tun haben, brauchen keinen Integrationsgipfel. Sie leben und arbeiten hier, machen ihr Ding, nerven niemanden, während die üblichen Verdächtigen gefälligst wieder mal der Poppes mit Puderzucker bestäubt werden soll. Und genau das Gleiche, nur ein paar Ebenen höher, werden die Zauberlehrlinge abermals mit Erdogan versuchen. Ihm noch mehr Zugeständnisse machen, ihm wahrscheinlich noch mehr Kapital und Vergünstigungen andienen, damit die hässlichsten Bilder an diesen Grenzen aus den Medien und damit wieder aus den Köpfen der Menschen verschwinden. Zu viele könnten eventuell aufwachen, selbst diejenigen, die 2015 und in den letzten Jahren das Klatschen gar nicht aufgeben konnten. Und dennoch, trotz all dieser Entwicklung, erduldet der Durchschnittsdeutsche alles weiter mit stoischer Ruhe. Seine Aufmerksamkeit wird ja mit Corona und der Kollektivschuld für alles Mögliche beansprucht. Wer es wagt, sich zu wehren, dem gnaden Merkels Schergen nicht. In Medien und Politik und der sogenannten Zivilgesellschaft. Von all diesen nichtschaffenden Putzerfischen kommt ein bessermenschliches Pro-Rumfolgungsdauerfeuer wie gehabt. Was können wir tun? Nun, uns bewegen, auf der Straße sein. All das, was wir auch in den letzten Jahren schon taten und weiter tun werden. Denn das nächste Kreuzchen machen ist noch recht weit. Und die andere Wahl wäre, sich genau wie viele andere zurückzuziehen, alles auszublenden und mit nichts was zu tun haben zu wollen. Aber auch das nützt nach wie vor nichts. Nur wenn man sich die Augen zuhält und niemanden mehr sieht, sind trotzdem alle noch da. Da wird es immer gefährlicher auf unseren Straßen. Da holen sich Reisende von überall her ihr Schärflein im Selbstbedienungsladen Deutschland und Westeuropa ab. Freunde, wer sich jetzt noch einschüchtern lässt, Gesicht zu zeigen, sei es aus Angst um seine wirtschaftliche Existenz oder seine gesellschaftliche Reputation, dem ist leider nicht mehr zu helfen. Dem kann und will ich keinerlei Verständnis mehr gegenüber aufbringen. Es ist überfällig, sich öffentlich zu dem zu bekennen, was man schon längst im Freundes- und Bekanntenkreis in den sozialen Medien tut und in den Wahlkabinen tat. Es gilt aufzustehen und stehen zu bleiben, egal wie stark der Gegenwind auch wird. Keine Firma, sei sie auch noch so groß,
könnte derzeit ihre qualifizierten Facharbeiter in großer Zahl entlassen, nur weil sie eben sagen, stopp, es reicht. Kein öffentlicher Dienst könnte sich Disziplinarmaßnahmen gegen abertausende Angestellte leisten, da es schlichtweg keinen Ersatz gibt. Ja, der eine oder andere mag sagen, ich hätte gut reden. Ja, habe ich auch. Ich bin seit 2014 sozusagen verbrannt, wie wir alle hier oben. Ich weiß, wie sich das anfühlt und ich kann euch sagen, es ist okay. Daran stirbt man nicht. Es muss aber gemacht werden, denn niemand zeichnet für uns verantwortlich. Wir können diese Aufgabe auf niemanden abwälzen. Dazu ein Beispiel, wie diverse sogenannte Journalisten am Beispiel der letzten Pegida-Veranstaltung arbeiten. Genosse Arndt Ginzel von der Journalistenvereinigung GKD identifizierte in einem Video der Pegida-Veranstaltung am Montag, 17.02. einen CDU-Stadtrat aus Radebeul und stellt ihn nun mutig an den medialen Pranger, weil er sein Grundrecht ausgeübt hat. Das Medium Tagesspiegel schreibt darüber, Rechtsradikale in Sachsen, CDU-Stadtrat aus Radebeul marschiert bei Pegida mit. Auf dem Twitter-Zugang des Genossen Ginzel veröffentlichte er den Ausschnitt dieses Videos mit folgenden Worten. Ich zitiere. CDU-Stadtrat feiert mit AfD-Rechtsaußen Björn Höcke-Jubiläum in Dresden. Pegida-Jubiläum in Dresden. Während die Sachsen-CDU und Kretschmer zur Gegendemo mobilisierte, lief der CDU-Stadtrat von Radebeul zur 200. Pegida auf. Wir haben ihn im Video rot markiert. Rot markiert. Das ist klasse, Genosse Ginzel. Das ist Aktivismus. Das ist Haltung. Das ist Journalismus. Nicht. Insbesondere für seine besonderen persönlichen Leistungen bei der Entwicklung der Volkskontrolle schlage ich hier mit dem Genossen Arndt Ginzel als Empfänger der Medaille für Verdienste in der Volkskontrolle Bundlands vor. Entschuldigt bitte meine Stimme. Freunde, genau dies meine ich. Da sie uns bis jetzt nicht kaputt bekommen haben, sollen nun mal wieder solche Zersetzungsmaßnahmen den Erfolg bringen. Sollen Bürger wieder eingeschüchtert werden, sich zu wehren, eben Gesicht zu zeigen. Der eine oder andere wird die verstorbene Ex-DDR-Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley noch kennen. Sie äußerte 1991 zu diesem Aspekt Folgendes. Ich zitiere, denn diese Aussage bringt alles auf den Punkt, was wir gerade erleben. All diese Untersuchungen, die gründliche Erforschung der Stasi-Strukturen, der Methoden, mit denen sie gearbeitet haben und immer noch arbeiten, all das wird in die falschen Hände geraten. Man wird diese Strukturen genauestens untersuchen, um sie dann zu übernehmen. Man wird sie ein wenig adaptieren, damit sie zu einer freien westlichen Gesellschaft passen. Man wird die Störer auch nicht unbedingt verhaften. Es gibt feinere Möglichkeiten, jemanden unschädlich zu machen. Aber die geheimen Verbote, das Beobachten, der Argwohn, die Angst, das Isolieren und Ausgrenzen, das Brandmarken und Mundtot machen derer, die sich nicht anpassen, das wird wiederkommen, glaubt mir. Man wird Einrichtungen schaffen, die viel effektiver arbeiten, viel feiner als die Stasi. Auch das ständige Lügen wird wiederkommen. Die Desinformation, der Nebel, in dem alles seine Kontur verliert. Zitat Ende. Und wie ich sagte, es gibt genau zwei Möglichkeiten aufzustehen. Genau auf das gerade zitierte Szenario pfeifen, mögliche Nachteile in Kauf nehmen, darf aber Rückgrat zeigen oder weiter duckmäusern, sich schon irgendwie durchwursteln. Letzteres war nie meins und wird es auch nicht mehr werden. Also entscheidet euch da draußen, aufstehen oder knien. Aber wenn ihr lieber kniet, beschwert euch nie wieder über die Dinge, gegenüber denen ihr alle aufgestanden sind. Denn dann seid ihr nur Schwätzer, nicht mehr und nicht weniger. Es ist ganz einfach, Leute da draußen. Montagabend, 18.30 Uhr meinetwegen. Jeder kennt dies mittlerweile. Normalerweise dürfte es keine Stadt, kein Dorf geben, wo zu diesem Zeitpunkt nichts passiert. Es liegt in der Hand eines jeden Einzelnen von euch. Ohne Bewegung wird es nicht gehen.
Und ein Markt und ein Rathaus gibt es jeden Montag in jeder Stadt und in jedem Dorf. Wir bleiben hier trotz aller Widrigkeiten stehen. Darauf können alle zählen. Und ich kann abermals nur sagen, Bürger, lasst das Glotz sein, auf die Straße, reiht euch ein. Danke, Rest. Yeah!
Nee, ich bin YouTuber, Karl Heinz Böhm ist mein Name. Ich habe einen YouTube-Kanal. Kannst du meinen dritten Oma filmen? Schon noch, der Auftrag erfüllt. Den musst du mal. So, darfst weiterlaufen. Danke. Bitte. Ich würde gerne wissen, Stalin-Schüler und Lärme, ne? Ja. Deutschland und deutschen Massenvergehen. Kriegen wir aus da nicht raus, die ist eingekauft, die Frau. Deshalb sitzt sie den ganzen Abend, die Schäuble und Konsorten, ne? Deutschland verreckt Staatspolitik. Ja. Deutschland, 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 Deutschland,
Gesicht zeigen! Von nah und fern und guten Abend, liebe Zuschauer im Livestream. Herzlich willkommen zurück hier. Ich komme gar nicht aus dem Lachen raus, sorry. Also, aber wir haben natürlich ernste Themen. Und eins der ernsten Themen aktuell ist natürlich Corona. Und Freunde, ist es nicht wirklich herrlich, dass es Corona gibt? Es ist doch wirklich super, dass es Corona gibt. Und ich mache jetzt hier keine Bierwerbung, ne? Ich meine natürlich dieses omnipräsente Virus, welches Greta, Energiewende, Lüge vom menschgemachten Klimawandel und eigentlich auch so jedes aktuell brisante Thema wirklich da vertrieben hat aus den Medien. Man hört nur noch Corona hier, Corona da und keiner hat Durst. Dieses kleine, fiese Corona-Ding, muss man ja wirklich sagen, es ist ja fies, ist eigentlich das Beste, was sich unsere Regierung wünschen konnte. Und ich wette, dass beim ersten Todesfall durch Corona die Champagner-Korken in Berlin und in Brüssel geknallt sind. Die Presse hat somit ein schönes Thema gefunden und kann schön Panik verbreiten. Das verkauft sich gut und lenkt ab von den echten Problemen. Deshalb muss man nichts bringen in den Mainstream-Medien über die Ausschreitungen, ja sogar bürgerkriegsähnlichen Zustände in Frankreich, wo randalierende Hocken Feuer legen, unter anderem da am Gare de Lyon, also am Lyoner Bahnhof, und wo die Feuerwehr gehindert wird, diese Brände zu bekämpfen. Ihr habt alle die Videos gesehen.
dass nicht zu den Medien über eine Invasion, an eine Invasion erinnernde Zustände an der griechischen Grenze, welche seit verkündender Grenzöffnung durch den größten Wahnsinnigen von Bosporus, welcher nun versucht, weitere Milliarden von den europäischen Völkern zu erpressen. Stattdessen nur kurze Twitter-Meldungen eines mutmaßlich wirklich, also man kann es anders nicht mehr sagen, mutmaßlich geistig angebrüteten Außenministers Maas, welcher doch tatsächlich in seiner grenzenlosen Allwissenheit den wichtigen Kampf russischer und syrischer Truppen gegen die Terroristen des IS, welche sich in Idlib verschanzt haben und welche vom osmanischen Diktator in Ankara unterstützt werden, nein, Freunde, nicht begrüßt. Er verurteilt diesen Eingriff der russischen Kräfte. Dieser Mann hat nicht nur keinen blassen Schimmer von Außenpolitik, nein, es ist viel schlimmer. Dieser kleine Hobbypolitiker ist eine Gefahr für den Frieden und die Stabilität in Syrien mit seinen Aussagen. Und man kann es wirklich kaum fassen. Ich muss es wirklich zitieren. Er hat dort wirklich so geschrieben, die russischen Kräfte, er hat das verurteilt, dass sie dort eingreifen und möchte seinem Partner Erdogan dort zur Seite stehen. Also man kann es wirklich nicht fassen. Wenn man die Situation jetzt mal dort in der Türkei kurz zusammenfasst, dann hat man Recep den Großen von Osmanien, der dabei ist, die letzte Festung des islamischen Staates, also von seinen im Geiste verbundenen terroristischen Brüdern zu verlieren. Die Region um Idlib. Natürlich werden das die gleichgeschalteten Systeme den Deutschen nicht so sagen, soll uns doch nach wie vor ein völlig falsches Bild vermittelt werden von den fälschlicherweise als Freiheitskämpfern betitelten islamistischen Terroristen. Uns wird von Prostituierten wie Kleber und Marietta, Schlamka und wie sie alle heißen, vorgebetet, dass es sich angeblich um aufrichtige, mutige Kämpfer gegen das böse Assad-Regime handelt. Dabei ist es eigentlich genau umgedreht. IS und sogar Al-Qaida, also muslimische Mörder, Vergewaltiger, Brandschatzer, Kriegsverbrecher und Terroristen, haben in Idlib ihre letzte Bastion gefunden und verschanzen sich dort vor den wahren Freiheitskämpfern und Helden. Vor denen, die dem Volk von Syrien wieder Frieden und Ordnung geben wollen. Vor den Truppen des gewählten Präsidenten Assad und seinen starken russischen Verbündeten. Jeden Tag verhelfen die russischen und syrischen Truppen in und um Idlib mehr islamischen Terroristen auf dem Weg in das ja ach so gelobte Paradies von ihnen zu ihren vollverschleierten Jungfrauen. Das Resultat ist klar, der Despot steht mit dem Rücken an der Wand und schlägt wie wild um sich. Und wenn man so unter Druck ist und dem Ende nah, richtig, dann sucht man nach Auswegen. Dieser wäre zum Beispiel der Bündnisfall. Das wurde aber bereits von einigen NATO-Staaten abgelehnt. Also tüftelt der Sultan in Ankara weiter und kommt darauf, dass es dadurch ein Land gibt in Europa, welches sich immer leicht erpressen lässt und welches sich immer aufgrund eines 75 Jahre alten Schuldkultes und von seiner Politverbrecherbande an der Spitze gut zur Kasse bitten lässt. Ihr ahnt, welches Land es ist, von dem ich spreche, ein Land, dessen Politikerkaste unterstützt von skrupellosen Lohnschreiberlingen und durch angeblich seriöse Studien dubioser Vereine und Organisationen stets an der Mehr festgehalten wird, dass es für all die Asylanten aus Afrika und Arabien keinen sogenannten Pull-Effekt durch diese Vollalimentierung, welche sie in Deutschland genießen, gäbe. Es wird tatsächlich stur und steif und entgegen aller Realität behauptet, dass es keinerlei Einfluss auf die Wahl des Ziellandes dieser Flüchtlinge hat, dass dieses Land, also unser Land, schlichtweg alles und jeden nimmt, jeden vollfüttert, ausstattet und dass man manchen sogar machen kann, was man will, ohne empfindliche Strafen fürchten zu müssen. Und richtig, Freunde, ich rede über dieses Land, über unser geheiligtes Deutschland. Uns will der türkische Möchtegern-Kaiser erpressen mit der Grenzöffnung. Er lässt die Züge seiner Staatsbahn rollen und füllt sie mit allem, was Europa, was Deutschland braucht. Nein, nicht um vorwärts zu kommen, um destabilisiert zu werden. Aber zurück zum Sultan Recep. Der gerät nämlich mittlerweile selbst kräftig unter Druck, weil er nicht mehr weiß, was er tun soll. Es bleibt ihm aktuell nichts anderes übrig, als all diesen Terroristen, also die ganzen Verlierer von Idlib, zu sich in sein osmanisches Reich zu holen. Er muss sie ja schützen, es sind ja seine Partner.
Dafür will er nun die Hilfe der NATO und Deutschlands respektive der EU. Wir sollen bezahlen dafür, dass er Terroristen schützt, welche sich islamische Anschläge wie in London, Marseille, am Breitscheidplatz in Berlin, in Paris oder bei Charlie Hebdo ausgedacht und diese befohlen haben. Dafür sollen wir bezahlen. Diese Wahnsinnigen will er schützen und versorgen und das mit unserem Geld. Ein altes Sprichwort sagt, dass nur die dümmsten Kälber selber ihren Schlechter wählen. Oder in dem Fall aus ideologischen Gründen besser ihren Schächter. Und genau das sollen wir jetzt machen, wenn es nach Happy Sultan Reset geht. Und das dürfen wir nicht zulassen. Die freien demokratischen Kräfte Europas, die Vernünftigen, die Schlauen, die müssen jetzt zusammenstehen und kämpfen für ein Europa der wirklichen Vielfalt, der wirklichen Toleranz. Und das sind die ersten Dinge, die abgeschafft werden, wenn es weiteren Millionen dieser Mohammedaner gelingen sollte, nach Europa einzuströmen unter dem Deckmantel einer angeblichen Flucht. Wer die Videos der letzten Tage auf diversen sozialen Medien gesehen hat, der weiß genau, wovon ich rede. Natürlich werden auch diese Videos von den Tausenden an den Außengrenzen der EU erwarteten jungen Männer im besten wehrfähigen Alter, gut genährt, hervorragend gekleidet, in Markensachen und mit nagelneuen Smartphones, nur eben ohne Pässe, welche mit Aluhut Snackbar rufen oder wie das heißt, mit Bällen und Tränengastöpfen, die sie auf der Zugfahrt von Recep's Leuten bekommen, nach Einlass begehren. Diese Videos werden natürlich nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Dort werden uns perfekt und wirklich perfekt geframte und kommentierte Ausschnitte gezeigt und gestellte Szenen mit gemieteten Kindern und Frauen. Wir haben Leute vor Ort, die uns mit aktuellem Videomaterial versorgen. Ihr habt es mitbekommen auf unseren Social-Media-Kanälen. Und die zeigen die grausame Realität an der Grenze. Die Krönung in dieser Debatte brachte ja einer aus dieser CDU-Kanzlerkandidatenreihe, die streiten sich ja so schön, und zwar Norbert Röttgen. Der bezeichnet tatsächlich den Erpressungsversuch Erdogans gleich mal als Hilferuf selbigen. Wie völlig gestört in der Wahrnehmung muss man sein, wie kaputt müssen die kognitiven Fähigkeiten eines Politikers sein, eine klare und eindeutige Erpressung als Hilferuf zu bezeichnen. Da sind doch völlig die Synapsen zerknallt irgendwie. Was ist dort passiert? Fakt ist, der einst so gefeierte Türkei-Deal unserer Gottkanzlerin, Angie, ich bin ab und zu mal auf Tauchstation Merkel, rächt sich gerade bitterböse. Und wir alle müssen wieder zahlen. Schlimmstenfalls, wenn man aktuelle Bilder von den Grenzen Griechenlands sieht, mit unserem Leben. Und deshalb hat der von mir sehr geschätzte Gerald Brosch, manche kennen ihn vielleicht, seinen YouTube-Kanal und so weiter, er hat völlig recht, wenn er über den Türkei-Deal und das Verhältnis von EU zum Osman-Sultan Recep sagt, wer sich mit Hunden ins Bett legt, der wacht mit Flöhen auf. Und Freunde, da uns ja immer vorgeworfen wird, auch heute wird das wieder kommen, dass wir nur meckern und keine Lösung anbieten, habe ich einen kurzen, effektiven Lösungsvorschlag zum Thema Türkei-Deal und Türkendiktator. Deutschland sollte eine Reisewarnung für die Türkei herausgeben, was nach den aktuellen Verhaftungen auch von russischen Journalisten durch die Polizei des Sultans ohnehin angebracht wäre. Diese wurden nicht wie im Fall des mutmaßlichen Terrorhelfers Yücel zu Recht, sondern völlig ohne Grund festgesetzt, offensichtlich als Rache für die in Idlib getöteten Soldaten. Außerdem sollten sämtliche Zahlungen an die Türkei gestoppt werden, die Zahlungen für Krankenversicherung und ärztliche Behandlung der Familien von Gastarbeitern in der Türkei müssen eingefroren bzw. abgeschafft werden. Und sämtliche Flüge in die Türkei sollten gestrichen werden und Reisebüros sollten angehalten werden, dazu keine Urlaube in der Türkei mehr zu vermitteln. Sämtliche Verhandlungen mit der Türkei wegen EU-Beitritt sollten sowieso beendet werden. Und jetzt kommt mir die Frage bestimmt, was das bringen soll. Freunde, da kann ich euch sagen, aus eigenem Bekanntenkreis, in der Türkei leben ganz, ganz viele vernünftige Menschen. Gute Türken, die den Diktator genauso satt haben. Und die werden dann auf jeden Fall etwas unternehmen und ihn zum Teufel jagen mit seinem islamistischen Freundespakt.
Das ist sicher. Und einige meiner türkischen Freunde hier in Deutschland haben mir auch gesagt, dass dies die einzige Methode wäre, dem Despoten Einhalt zu gebieten und ihn massiv zu schwächen. Sie alle sagen mir, dass Deutschland bzw. die deutschen Politiker sich nicht mehr auf der Nase herumtanzen lassen sollten. Es fehlt nur noch ein kleines Töpfchen im Fass und die vernünftigen Türken, von denen es wie gesagt ganz, ganz viele gibt, ergreifen selbst die Initiative und dann wird man richtig aufgeräumt dort. Und genauso viele vernünftige Türken gibt es hier in Deutschland. Und da bleibe ich dabei. Und die sind zum Großteil auch gut integriert. Und die haben es genauso gesagt. Wenn ich manchmal höre, was mir meine türkischen Freunde so sagen, das müsste man das auf der Bühne sagen, mal das, da sage ich, bist du wahnsinnig, da verachte ich mich von der Bühne weg, geh du hoch, du darfst das, du bist selber Türke. Also, das Tröpfchen, was fehlt, wären genau diese fehlenden Einnahmen aus der Tourismusbranche und dieses Druckmittel gegen Erdogan ist um ein Vielfaches mächtiger als seine Grenzpolitik gegen die EU. All seine reichen Spender würden wegfallen und er wäre völlig isoliert in der Türkei. Nun ist es an der Zeit, dass die deutsche Politik dort eine klare, knallharte Linie fährt und nicht wieder vor dem Wahnsinnigen auf die Knie geht. Deutschland sollte sich ganz klar auf die Seite Russlands stellen und gemeinsam mit den Kräften gegen die Überreste des Islamischen Staates und Al-Qaida gegen Terroristen und Mörder kämpfen. Ein weiterer Fakt ist, was 2015 passiert ist nach der illegalen Grenzöffnung durch die Kanzlerin der Schande. Freunde, das war ein Kindergartenstreich gegen das, was hier kommt. Was hier auf uns zurollt und nun gänzlich ungefiltert ankommen wird, wird unser Land destabilisieren und unsere Werte und Kultur mit einer Wucht treffen, die auch dem Letzten, auch da drüben, Welcome-Refugee-Welcome-Romantik-Spinner vor der eigenen Haustür unsere Argumente, die wir seit über 5 Jahren für die wir stehen, die zu begreifen. Das werden die alle noch machen, weil das sind die Ersten, die dran glauben müssen. Eins ist klar, und das bleibt auch so. Pegida, wir, ich, wir bleiben stehen. Wir stellen uns genau diesen Kampf gegen diese Islamisierung, die am Anfang so belächelt wurde. Jetzt haben wir es ja ganz aktuell gerade in der Nähe. Ich weiß nicht, ob es der Wolfgang vorhin mit erwähnt hatte. Weil ich war schon am Vorbereiten vom Umdrehen, deswegen konnte ich nie so ganz lauschen bei ihm. Dass hier wirklich im grenznahen Gebiet, wo eigentlich Sorbisch gelehrt wird, was Sinn macht, weil das zu unserer Kultur gehört, wo Tschechisch und Polnisch gelehrt wird, was vernünftig ist, weil das sind unsere Nachbarländer, das sind unsere Freunde, das ist unser Kulturkreis. Dort soll jetzt Syrisch und Arabisch mitgelehrt werden. Sind wir von einem Verein, im Kindergarten schon, genau, im Kindergarten soll das schon gemacht werden. Da frage ich mich doch wirklich, wo sind wir jetzt hier hingeraten? Sind das jetzt unsere Nachbarländer? Sind das jetzt unsere Partner? Oder was läuft jetzt eigentlich hier? Und das Ganze bezahlt auch von eurem Steuergeld. Deswegen Aufruf, wenn ihr irgendwelche bekannten Verwandten in diesem Gebiet habt, nehmt die Kinder dort aus der Kita raus, sucht euch eine andere. Es geht nicht anders, dort muss ein klares Signal gesetzt werden von den Eltern und Großeltern. Anders begreifen sie, anders wird weiter unser Steuergeld für sowas verwendet. Auf jeden Fall, Pegida, um zurückzukommen, wir bleiben stehen im Kampf gegen diese Islamisierung, die ja nicht existiert. Wir stehen weiterhin für nationale Vielfältigkeit mit echter Toleranz und mit all den anderen europäischen Völkern, mit ihren eigenen Kulturen, die diese haben und vertreten, mit ihren Werten, so wie es in den Dresdner Thesen bei Pegida niedergeschrieben ist. Dafür steht Pegida, dafür stehe ich, denn Pegida ist gekommen, um zu bleiben. Wir bleiben, um zu siegen. Und Freunde, wir werden siegen. Danke Dresden, danke Donnerbraten. Danke Lutz. Ja, bevor wir zu unserer Hymne kommen, wie immer zu unseren Terminen. Unseren Terminen. Ja, er hat vorhin meine Rede nicht gelauscht, aber jetzt ist er dabei wieder. Ja, Freunde. Ja, ganz wichtig, wenn wir bei den Terminen sind. Morgen ist der erste wichtige Termin. Wir fahren nach Erfurt auf jeden Fall. Unterstützen wird Björn Höcke bei seiner Demo für Demokratie gegen diesen Ramelow, gegen diesen roten Klüngel.
gegen die Stasi, gegen diese ganzen Verbrecher, werden wir morgen in Erfurt live dabei sein. Uns das angucken natürlich, wir werden dort nicht reden oder sonst irgendwas. Wir sind einfach nur dabei und unterstützen den Björn als kleines Dankeschön natürlich auch, dass er uns hier unterstützt hat mit der grandiosen Veranstaltung vor 2 Wochen. Dann haben wir noch den 14. März Cottbus, haben wir eine Veranstaltung, Zukunft Heimat, geht mal wieder auf die Straße, wird ganz toll. Der Christoph, habe ich gehört, das soll irgendwo hier im Publikum sein. Wie gesagt, ihr findet auf den ganzen sozialen Medien und wir sehen uns wieder natürlich, wie ich es am Anfang gesagt habe, am 16. März. 18.30 Uhr geht auch wieder hier und die Blickrichtung, wie gesagt, die legen wir dann fest, je nachdem, wie hässlich die da drüben sind. So, Freunde, nur für euch zur Info, im Steigenberger Brauhaus drüben in der ersten Etage sind kurz ein paar Limousinen des Landes Sachsen vorgefahren. Gerüchten zufolge ist der Herr Kretschmann am Essen. Vielleicht hat er seine mutmaßlich linksradikale Justizministerin mit. Ihr kennt die Frau, ja, mit Advent ein Bulle brennt. Am 8. kommt die Angela nach Dresden. Am Sonntag kommt die Angela. Ah, da sind wir leider nicht da. Die kriegt eine Medaille. Ja, kurz vor Untergang der DDR wurden auch jede Menge Medaillen verteilt. Zum 8. März im Kulturpalast, immer. Also Freunde, wenn ihr an Steigenberger vorbeigeht, ihr könnt unserem wem auch immer, der dort sitzt, ja nochmal freundlich winken. Das war's von mir. Damit haben wir die terminlichen Angelegenheiten abgehabt. Wir kommen zur Zwimme, holt schon mal die Lämpchen raus. Und wir haben heute, jetzt ist glaube ich das erste Mal, die Kulisse der Frauenkirche. Sensationell! Sonst habt ihr das immer, heute dürfen wir mal diese herrliche Kulisse genießen. Deswegen danke hier drüben an die Geschreikinder und danke für die Inspiration, hier umzudrehen heute mal. Ich hoffe, euch hat das alles gefallen, unser kleines Spielchen hier. Und wie gesagt, wir haben noch viele Optionen. Wir können noch hier raus sprechen, wir können noch da raus sprechen im Notfall. Wir finden immer einen Weg, dass wir die nie einklotzen müssen. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blühe deutsches Vaterland, blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Freunde, ich bin jetzt von einigen gefragt worden, ob wir auf unseren Seiten mal zur Verfügung stellen können, an wen man sich denn wenden muss, um eine Anzeige zu stellen, wenn man sich auf dem Platz gestört gefühlt hat durch den Gegenprotest. Werden wir die nächsten Tage zur Verfügung stellen, den Weg, wie er das findet, wie er das am besten schreibt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß damit. Eigentlich ganz einfach, bei Google einfach suchen, die Online-Wache der Polizei Sachsen findet man, dort kann man einfach Anzeigen erstatten online. Wenn ihr Bildmaterial, Videomaterial von ihr habt, kann man dort mit dranhängen, macht das alles, damit hier mal ein bisschen Stimmung wieder reinkommt in die Bude. Also, danke fürs Kommen. Wir sehen uns am 16. Danke, Dresden! Danke allen Patrioten, die da waren. Und heute speziell einen besonderen Dank an unsere Einsatzleitung der Polizei, die diesen Spaziergang genial gelöst hat und auch diese Geschichte hier mitgemacht hat. Danke unserem Umbauteam bei unserem Spaziergang. Danke allen unseren Ordnern. Es war heute auch für die schwerst dabei. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Einmal mehr. Ja, den Rednern Lutz und Sigi. Und kommt gut nach Hause. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Hiermit beende ich die Veranstaltung.